meine Lieben, und willkommen zu meinem vierten Der Hobbit Mittelerde aus Fimo Video, die Figuren. Und zwar zeige ich euch heute, ja, also auf dieses Video habe ich mich unendlich gefreut, denn heute zeige ich euch meinen liebsten Zwerg, meine liebste Figur aus dem ganzen Hobbit-Film und dem Buch und ja, einfach allem. Meine absolute Lieblingsfigur. Und ich denke, es ist von sehr, sehr vielen die absolute Lieblingsfigur, was nicht zuletzt an seinem Aussehen liegen könnte. Aber mir geht es halt auch vor allem um den Charakter der Figuren, genauso wie bei Thorin und Fili. Ja, und schwer zu erraten, es ist Kili. Ja, Kili ist mein Lieblingszwerg, ja. Okay, ja, Kili ist geboren 2864 in Mittelerde-Zeit. Und dann, was für mich und meine Freundinnen ein unendlicher Schock war, gestorben in der Schlacht der Fünf Heere mit, ja, 2941, mit 77 Jahren. Und das ist in Menschenjahren vielleicht mal gerade 19, also er hatte nicht viel Zeit auf der Welt. Upsala. Und das hat uns in eine Schockstarre verfrachtet. Ja, also wir waren danach unendlich traurig. Aber er ist ja auch schon im Buch gestorben. Das heißt, man konnte sich quasi denken, was dann später passiert. Und jede Figur setzt ja so seine, ja, seine, nennt man das eigentlich? Setzt Zeichen in der Welt, an die man sich erinnert, genau. Ja, Kili ist der Sohn von Dis, der Schwester von Thorin, und sein älterer Bruder Fili, ja, er vergöttert seinen älteren Bruder Fili, und das finde ich auch so niedlich an den beiden. Die kümmern sich so gut umeinander und ja, wenigstens musste nicht nur einer sterben, sondern es sind beide gegangen, von uns gegangen, ja. Kili ist der einzige Bogenschütze der 13 Zwerge. Das bringt ihm nicht immer nur Vorteile ein, denn viele mögen auch keine Bogenschützen, weil Bögen eigentlich die Hauptwaffen der Elben sind und ja, das ist halt untypisch für ihn, aber es bringt ihm auch unheimlich viel, wie man in vielen Szenen sehen kann, hat er einzelne Kampfszenen, wo er mit seinem Bogen auftritt. Natürlich hat er auch noch ein Schwert. Ja, er hat, er ist sehr interessiert an Elben, also er studiert sie quasi, er beobachtet sie viel, er mag sie. Ja, und er ist halt kein gewöhnlicher Zwerg. Er ist der Jüngste der ganzen Truppe, was nicht zuletzt, was man nicht so merkt, da er viel kampferfahrener scheint und auftritt als zum Beispiel Uri. Und ja, das macht ihn auch noch zu was Besonderem. Ja, Kili hat einen blauen Kittel an. Ich habe ihn jetzt dieses Mal aus Windsorblau, meine ich, geformt. Dann hat er eine Jacke darüber mit goldenen Rändern, also die Jacke wird dann zugemacht und da sind so goldene verschnörkelte Ränder mit so Muster. Und er hat so eine Art Schärpe an, wo große Nieten drauf sind und natürlich seinen Bogen, den er auch immer dabei hat. Er hat die Haare offen, er hat dunkelbraune lange Haare und er hat die ersten Strähnen vorne abgetrennt. Und dann geht die Frisur hier hinten zusammen in so einen Zopf und ist dann hinten mit einer Spange gehalten und hier sind dann die restlichen Haare offen. Ja, Kili hat als einziger der Zwerge keinen Bart, sondern nur Bartstoffeln und er hat einen Pony. Ja, und mir gefällt dieser Kili jetzt weniger. Als ich habe nochmal einen Kili gemacht, und zwar habe ich meine Handyhülle gemacht, auf der
ja, alle meine Lieblingsfilmfiguren der ganzen Zeit drauf waren. Und ja, hier ist mein Handyhüllen-Kili. Und den finde ich ehrlich gesagt viel schöner als diesen Kili. Obwohl ich sagen muss, dass der kieliger aussieht. Naja, da muss ich mich nochmal entscheiden. Auf jeden Fall sind das meine beiden Kilis. Und ja, Kili ist ein loyaler Zwerg, der viel von Freundschaft hält und treu ist, aber auch neugierig und witzig. Und er hat ja eine besondere Schwäche für Elben. Und er ist für die weiblichen Fans unter den Hobbit-Fans das geworden, was Legolas in der Herr der Ringe-Saga war. Und die konkurrieren da jetzt so ein bisschen. Nicht nur da, sondern auch um die Elben Tauriel. Ja, und wer den ganzen Film noch nicht gesehen hat, sollte das unbedingt mal tun, denn allein dieser Zwerg macht es sehenswert. Ja, und ich hoffe, euch hat mein Kili-Video gefallen. Und ja, der nächste Zwerg, den ich euch vorstellen wird Oin werden, der Bruder von Gloin. Also macht's gut. Tschüss. Thank you.